Video von mir. Ja, wie man sehen kann, ich habe heute ein Paket bekommen. Eine vorbestellte Figur, auf die ich schon echt mega lange gewartet habe. Ja, also ich habe das schon mal aufgemacht, weil auf der einen Seite konnte man meine Adresse lesen. Und ich werde sie jetzt auf jeden Fall erstmal den Zettel kurz rausholen. Ja, ich habe sie nämlich dort. Oh, die ist auch toll, die Figur. Ich habe mir nämlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Ausdruck ausspreche, von einem Kaneki von Kotobukuya bestellt, die RTFX-Version mit den X, mit dem Zusatzkopf. Und ich fand die damals so nice und wollte die unbedingt haben. Und ja, und der ist auch schon. Ich weiß gerade nicht, wie ich ihn rausbekomme. Nur Moment. Also hier bin ich wieder, mein Handy will noch nicht gerade so, ich will. Und ich weiß nicht, ob man hier noch wirklich sehen kann. Auf jeden Fall ist hier der Zusatzkopf. Da ist mein Handy auch so dran. Den packe ich jetzt auch mal als erstes aus. Ich habe jetzt schon mal mein Taschenmesser hier. So sieht das von hinten aus. Die Figur ist einfach nur mega hammer awesome. Also schon die Bilder und ich freue mich auf jeden Fall, ihn dann auf jeden Fall auspacken zu können und zu sehen, wie er dann so ist. Miteinander ist das gerade ein bisschen schwer. Ja, nicht wirklich der Verpackung schaden. Ich glaube, Figuya hat diese Figur auch noch auf Lager. Also ich würde sagen, greift auf jeden Fall zu. Solange sie sie noch da haben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die drin bleibt. Die Verpackung geht nicht ab. Und ich will sie auch nicht wirklich zerstören und so. Kennt man diese Probleme? Ja. Man riecht schon voll, es riecht wie diese Philly-Pferde, die ich mal gesammelt habe. So, mal klappen. Die eine Verpackung, ich tue die jetzt erstmal so zur Seite. Die große Verpackung. Und tu erstmal das Schmuckstück hier raus. So, ne, ich sehe mal ihn auch noch mal. Und der sieht immer noch hammer nice aus. Vor allem die Farben. Und, wo ist mein Taschenmesser?
Klebeband ist. Ich sehe das kaum. Hier ist auf jeden Fall eins. Und hier unten. So. Alles heile. Und manchmal ist es auch so schlimm mit diesen Pappteilen und whatever. Das sieht auf jeden Fall mega nett aus. Ich hebe eigentlich ziemlich immer alles auf von der Figur und so. Und ja. Das ist wirklich richtig gut verpackt. Ich hebe wirklich alles auf. Klebeband, nein. Man sieht schon, man sieht zwar nicht so, da mein Handy mich ja wieder mal hasst. Ich hoffe, ich mache den jetzt nicht kaputt. Auch nicht so mal. Okay, Folie ist eindeutig zu schwer für mich. Ich will die jetzt auch nicht wirklich kaputt machen. Die werde ich dann mal in Ruhe abmachen. Jetzt ziehe ich die erstmal runter. Hier will ich auch vorsichtig sein. So, ich mache jetzt kurz einen Cut. Oh, die ist spät. Und werde jetzt erstmal vorsichtig die Folie abmachen, weil sonst geht das schlecht, wenn ich die Kamera von mir habe. Und ja. So, hier bin ich wieder. Ich habe ihn auch vorsichtig gerade die Folie abgemacht. Ja. Ich glaube, die einzige, die sich verletzt hat, war ich selber, weil ich mich ein bisschen im Finger verletzt habe. Die Ecken waren ganz schön spitz. Aber ich habe wirklich richtig vorsichtig gemacht, weil ich wollte nichts kaputt machen und so, weil das wäre auch ein bisschen Mist gewesen. Und jo, also hier sieht man ihn nochmal. Ich habe gerade nicht wirklich viel Licht, aber es müsste eigentlich so gehen. Also die Bemalung ist wirklich der Hammer, nice. Ich habe auch schon wortwörtlich gesehen, dass die vorher erschienen ist, Bootlegs schon rausgebracht haben und da hat man wirklich gesehen, wie die aussehen und ja. Also es ist echt hammer nice. Also ich finde ihn. Ich kann nicht wirklich was dazu sagen, also ich bin selber so richtig baff und er sieht wirklich, ja, ich kann das wirklich nicht ausdrücken, also ach, richtig awesome und whatever, was man alles so gibt. Und am schwersten wird wahrscheinlich wirklich hier der Zusatzkopf. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt auch packe. Also ich werde noch mal direkt noch ein paar Bilder reinstellen, weil mit der Kamera ist es ein bisschen doof, ich weiß nicht, mit dem Handy, aber ja, also ich werde noch direkt nochmal mit ein paar Fotos machen, weil mit den Handys ist es immer ein bisschen doof, weil es immer alles dunkel macht. Und ja, also versuche auch nochmal den Kopf rauszubekommen. Das mache ich eventuell jetzt im Zimmer. Wo ist das denn hin? Echt super, als hätte ich Weihnachten. Gut, Weihnachten ist auch bald, aber hey! Ich hoffe, man kann ihn sehen. Das ist jetzt nochmal der Zusatzkopf von ihm, wo er halt seine Maske nicht auf hat. Finde ich aber auch echt cool und ich weiß selber noch nicht, wie ich ihn hinstelle. Vielleicht lasse ich ihn auch erstmal so stehen oder mache seinen Zusatzkopf drauf. Oh, ich werde auf jeden Fall mal gucken. Ich tue erstmal den Zusatzkopf wieder in die Packung rein.
war es auf jeden Fall schon wieder von dem jungen Mann. Es wird auch bald ein anderes Unboxing geben. Unboxing kommt diesen Monat noch ein Manga-Update. Und halt werde ich noch ein anderes Unboxing machen. Ich habe mir, das ist gar nicht so lange her, als ich mir noch eine Figur bestellt habe. Ja, seit gestern Abend. Und die werde ich dann auf jeden Fall auch unboxen. Und joa, so, ich werde ihn mal so hinstellen wieder. So, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.意志力却让你先出招，笑容。